Herzlich willkommen zur heutigen Strategie. In dieser Strategie erfährst du, was es nun wirklich bedeutet, Ordnung zu haben. Mein Name ist Thomas Borchert und ich bin dein Coach für Ordnung. Du hast jetzt schon eine Strecke hinter dir und bist von der Vergangenheit in der Gegenwart angekommen. Du hast also keine Unordnung mehr, sondern machst jetzt Ordnung. Das ist ein sehr wichtiger Schritt, denn du übernimmst Verantwortung und was noch viel bedeutender ist, du bist im Tun angekommen. Du gestaltest deine Arbeitssituation und damit dein Leben neu. In der Vergangenheit, als du noch Unordnung hattest, haben sich viele Fragen um die Unordnung gedreht. Wann du was sortieren willst, wie du deine Angst überwindest, du hast festgehangen und warst zu 100% blockiert. In der Gegenwart bist du nun damit beschäftigt, kleine Mechanismen einzustudieren, zum Beispiel jeden Tag einen Teil wegzuwerfen. Sachen immer wieder an den Ort zu räumen, an den sie gehören. Du bekommst allmählich Luft, machst mehr und mehr Ordnung. Du bist im Tun angekommen. Das bedeutet, du hast Verantwortung übernommen. Je mehr du in die Ordnung kommst, desto mehr ändert sich deine Gedankenwelt. Die Fragen, die dich blockiert haben, zum Beispiel wie du deine Angst überwindest, gehören weitgehend der Vergangenheit an. Dein unternehmerisches Denken kehrt zurück. Der Alarmzustand, die Panik, dass etwas passieren kann, lässt nach und du wirst wieder frei. Du erreichst wieder den Zustand, den du dir so gewünscht hast. Du entwickelst dich weiter. Deine kreativen Prozesse haben wieder den Platz, den sie so dringend brauchen. Bisher hast du immer unter Druck gearbeitet. Deine Vergangenheit hat dich immer wieder eingeholt. Vorgänge, die noch nicht erledigt waren, ploppen zwar hier und da noch auf, aber du hast jetzt die Kraft, diese Vorgänge zu erledigen. Gedanken wie, hoffentlich geht das alles gut, was muss ich noch erledigen, ich muss die Ablage noch machen, gehören endgültig der Vergangenheit an. Gedanken wie, was ist der nächste Entwicklungsschritt für mich? Welche Prozesse installiere ich, um es mir noch leichter zu machen? Nehmen zu und werden immer mehr zunehmen. Denn jetzt ist der Platz dafür. Du bist zu 100% in der Gegenwart angekommen und dein gesamtes Denken richtet sich auf die Zukunft aus. Du bist wieder in dem Zustand angekommen, den du hattest, als du in die Selbstständigkeit gegangen bist. Du bist wieder in dem Zustand angekommen, als noch Ordnung war. Endlich! Nimm dir unbedingt die Zeit, Entscheidungen ohne Druck zu treffen. Denn der Druck, für den du verantwortlich warst, ist nicht mehr da. Du hast Verantwortung übernommen, hast dich von der Vergangenheit in die Zukunft gearbeitet und kannst dich jetzt auf deine persönliche und geschäftliche Entwicklung konzentrieren. Zu 100%. Ordnung haben bedeutet, in die Zukunft gerichtet zu sein. Wenn du Ordnung hast, bist du in der Lage, von der Gegenwart in die Zukunft zu schauen und Entscheidungen zu treffen, die unbelastet von der Vergangenheit sind. Das bedeutet, dass du frei entscheiden kannst, was du tust. Deine Vergangenheit spielt keine Rolle mehr. Du hast gelernt, Dinge abzuarbeiten. Du hast mehr Selbstbewusstsein, denn du bist die Strecke gegangen von der Unordnung in die Ordnung und hast damit deine Vergangenheit bewältigt. Du nutzt jetzt zu 100% dein Potenzial und triffst Entscheidungen ohne Druck, aus dem Gefühl heraus, in der Ordnung angekommen zu sein. Ein sehr starkes Gefühl. Mein Name ist Thomas Borchert, ich bin dein Coach für Ordnung. Mehr Ordnung geht immer. Und du bist auf einem sehr guten Weg. Tschüss!